Und da geht's auch schon wieder weiter mit unserem Stronghold 2 Deluxe Let's Play. Ich freue mich, nicht nur, dass es jetzt hier weitergeht, sondern dass es auch ein paar Mutige gab, die 10 Sekunden geopfert haben, in unser Forum gegangen sind und dort an der Umfrage teilgenommen haben. Die haben abgestimmt und die Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass wir diese Länderei von den Wölfen befreien. Ich freue mich aber unter anderem eben auch, dass jetzt mehrere unsere Folgen hier von Stronghold 2 Deluxe kommentieren. Das finde ich immer richtig schön. Da sieht man nicht nur die Aufrufszahlen, die jetzt ja in die Höhe steigen, sondern eben auch, dass sich einige da einen richtigen Kopf drüber machen, sich richtig damit beschäftigen, wie wir das denn hier alles gemeinsam noch besser bewerkstelligen können. Und unter anderem... Hä? Was ist das? Jetzt bin ich hier ein Vogel. Ja, das wollte ich jetzt... Hä? Wie mache ich das denn? Ach! Mit der... Also, mit der Leer... Ah, das ist ja cool. Da können wir ja auch gleich hier vorne mal so gucken, wenn wir... Ah, hahaha. Tja, durch Zufall herausgefunden, mit der Leertaste können wir hier also die Sicht ein bisschen ändern. Wenn ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es, ne? Jetzt wissen wir es. Und unter anderem wissen wir noch mehr. Denn XXLOLXX106, glaube ich, war dein Name auf YouTube, der hat mir geschrieben, dass man Schweine und Gemüse gar nicht in den Kornspeicher reinbekommt. Gut zu wissen, jetzt wissen wir es nämlich, denn in den ersten Folgen von unserem Let's Play hatte ich ja fast unser gesamtes Volk hier verhungern lassen, weil ich das ja unbedingt erzwingen wollte. Hätte sowieso nichts gebracht, das ist einfach nicht möglich. Jetzt wisst ihr Bescheid, jetzt weiß ich Bescheid. Vielen Dank für den Tipp und ein weiteres Kommentar von 9.998.